Guten Abend und herzlich willkommen. Ja, heute sind wir zum ungewöhnlichen Tag da. Es ist Sonntagabend, 18 Uhr. Ich hatte die ganze Woche sehr, sehr viel hier zu tun im Kochstudio. Deswegen haben wir heute mal auf Sonntag gelegt, unsere Live-Show. Und ich begrüße euch ganz herzlich. Ja, jetzt muss ich erst mal mich bedanken bei meinen ganzen YouTube-Followern. Wir haben die 400 geknackt vorgestern. Und ich habe 400 Follower auf meinem Kanal. Also ich bin mehr als begeistert und finde es sensationell, dass ihr mich abonniert habt und dass ihr euch mit so großer Begeisterung die Kochshows ansieht. Und ich hoffe, dass ich euch noch viel mehr hier zeigen kann in den nächsten Wochen und Monaten. Und ich freue mich sehr, dass ihr mich empfehlt und so weiter und dass ihr da seid. Und ja, euch allen herzlich willkommen. Jetzt muss ich mal die Begrüßungsrunde machen. Ich begrüße ganz herzlich natürlich die Regie. Hallo, mein Mann Marco ist da, der macht heute wieder die Regie. Und ich begrüße ganz herzlich die Romana mit ihren Gästen, die Gabi mit ihren Gästen, die Judith Tandir ist da. Hallo Judith, ich freue mich sehr, dass du da bist aus dem Kölner Raum. Dann ist die Kerstin Kell mit ihren Gästen da. Herzlich willkommen, da freue ich mich auch sehr. Und ja, mal gucken heute Abend. Ich denke, es wird eine kleine Runde. Es ist ein wunderschönes Wetter heute draußen. Und ich denke, viele sind noch unterwegs, aber ihr habt ja immer die Möglichkeit, nochmal später nachzuschauen. Ja, ich sage euch mal, was wir heute machen. Wir machen USA und zwar amerikanische Südstaatenküche. Hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass unser Sohn Merlin momentan in den USA ist. Der ist in Arizona. Ich gehe davon aus, dass der nicht kommt. Jetzt in Chat rein, beziehungsweise live. Vielleicht ist er nachher mal dabei. Es ist erst 9 Uhr morgens, es ist zu früh bei ihm. 9 Stunden Zeitverschiebung. Ja, in dem Zuge muss ich natürlich unsere Jessie begrüßen in Berlin. Die ist gerade in Berlin wieder gut angekommen. Die war das Wochenende bei uns. Ganz liebe Grüße an Ela. Ich wünsche dir viel Spaß beim Schauen. Und jetzt beginnen wir. Ja, wir machen Jambalaya. Das ist ein ganz tolles Fischgericht mit Reis, ein amerikanisches. Wir machen eine weiße Barbecue-Dip, einen ganz leckeren. Dann habe ich ein Kürbis-Buttermilch-Biskuit. Das sind ganz tolle Kürbis-Buttermilch-Brote, kleine. Und dann haben wir noch Funnel-Cakes. Ja, freut euch drauf. Ich lasse mich auch genauso wie ihr überraschen. Und wir beginnen jetzt mit unserem Brot. Und in dem Zuge habe ich schon was vorbereitet. Wir gehen jetzt mal hier aufs Display. Ich habe mir jetzt meine Rezepte in die Woche gelegt. Also früher habe ich es ja immer in die Erlebniskochen gelegt und so weiter. Und jetzt mache ich es immer in die Woche. Da kann man es wunderbar aufrufen an dem Datum. Und das kann man super sortieren. Das könnt ihr natürlich auch machen. So, dann gehen wir auf Kürbis-Buttermilch-Biskuit. Und hier ist jetzt so, dass wir den Kochvorgang starten. Das hat ein bisschen Vorbereitung gebraucht. Und zwar 500 Gramm Wasser in den Mixtopf, Gareinsatz einhängen. 250 Gramm Kürbis in Stücken habe ich reingemacht und dann wurde das 12 Minuten auf Aromastufe gegart. Dann sollte das kalt werden. Das habe ich gemacht und jetzt geht es los. Ich habe hier meinen Kürbis, da könnt ihr mal reinschauen, schon fertig gegart, damit wir mit der Zeit hinkommen. Dann brauchen wir 70 Gramm Butter, die wir in den Mixtopf bringen. Ich habe jetzt weiche Butter genommen. Mal gucken. 40. Na, ein bisschen mehr. Ist ganz schön weich. Ja, ein bisschen noch. So. Dann schieben wir das mal ein bisschen runter. Dann weiter. Messbecher aufsetzen. Und jetzt zerkleinern wir den Kürbis mit der Butter. So, jetzt hört ihr schon, dass der leer läuft. Jetzt gucken wir mal rein. Ich schiebe das noch mal runter. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass wir das jetzt noch mal ein bisschen zerkleinern müssen. So.
Dadurch, dass es auf Stufe 8 ist, schiebt er natürlich die Masse an den Rand. Das schieben wir mal runter. So. Jetzt hat er das eigentlich sehr schön zerkleinert. Ich stelle das noch mal ganz kurz an. Mach da noch mal 4 Sekunden dran und nicht zu schnell. So, das hört sich gut an. Dann weiter mit dem Spatel nach unten schieben. Da machen wir uns jetzt einen ganz tollen Teig. So, jetzt sieht man, dass das schön zerkleinert ist. Ich habe ja diesen Hokkaido-Kürbis genommen und den kann man ja auch wunderbar zu Suppen nehmen und so weiter. So, hier steht jetzt, dass wir das 30 Minuten abkühlen müssen. In dem Fall müssen wir das nicht mehr. Jetzt brauchen wir 100 Gramm Buttermilch. So. Mit den 1 Gramm Schritten geht das natürlich sehr schnell. Da muss man beim 6er immer so ein bisschen aufpassen. Die 5er Kunden, ihr habt es natürlich noch ein bisschen besser. Ihr habt ja 5 Gramm Schritte. Und bei 1 Gramm Schritte ist das immer ein bisschen tricky. So, jetzt möchte er gerne 25 Gramm Hefe haben. Ich mache das jetzt so, dass ich die doppelte Menge nehme, weil wir nicht gehen lassen. Und in dem Fall nehme ich jetzt einen ganzen Würfel und 35 Gramm Zucker, damit unsere Hefe auch schön geht. Also ihr merkt schon, das ist ein süßes Brot, was dabei rauskommt. 550 Gramm Mehl. So. Das ist fast der ganze, genau. Gucken wir mal weiter. Und 2 Eigelb. Da muss ich mir hier mal aufkleppern. Also nur die Eigelb brauchen wir da, nicht das Eiweiß. So, kann man dann im Grunde genommen nochmal wegtun. Könnte man theoretisch BC draus machen. Wäre auch möglich. So. Das tun wir weg. Stellen wir wieder weg. So, gleich ein bisschen sauber machen. So, dann 1 Teelöffel Salz. Ich nehme ja wieder mein tolles Bärlauchsalz. Vom Geschmack her geht das auch wunderbar dazu. Und 1 Teelöffel Zitronenschale. Abgeriebene. Die habe ich schon mal hier aufgeschnitten. So. Weiter. Und jetzt setzen wir unseren Deckel drauf. 3 Minuten kneten wir. Und dann lassen wir ihn jetzt einmal drehen. Und dann schauen wir mal hier rein, was da passiert. So, gucken wir mal. Ich halte ihn jetzt mal an. Das sind alles so Erfahrungswerte. Und tue ihn schon mal ein bisschen umrühren. So. Es ist ein relativ... Ich sehe das schon. Fester Teig. Machen wir weiter. Und in dem Fall mache ich ein bisschen mehr Flüssigkeit rein. Jetzt gucken wir mal. Er will nicht. Dann schauen wir mal. Ja. Na, dann wollen wir mal gucken hier, was das gibt hier von der Flüssigkeit her. Bitte? Ja, das frage ich mich im Moment auch. Aber eigentlich müsste er flüssig genug sein. Also was heißt flüssig? Ich mache noch ein bisschen Buttermilch dran. Ah, jetzt kommt er. Ja. Also das müsst ihr halt entscheiden, ob man, das ist die Frage, ob es jetzt an dem Kürbis liegt, an der Konzentration, das kann natürlich durchaus sein, dass man ein bisschen mehr Flüssigkeit nehmen muss. Und jetzt, wenn ihr jetzt in den Topf guckt und das seht ihr, wie der sich wunderbar dreht und dass das jetzt perfekt wird. Das sieht gut aus. So, das tun wir weg.
Also ihr seht, ich habe das Brot auch noch nett gemacht und das ist immer ganz spannend, dass man sich ruhig damit auch keine Angst davor hat. Wenn euch sowas passiert, einfach ein bisschen, also wenn irgendein Teig ein bisschen trocken ist, ein bisschen mehr Flüssigkeit, in dem Fall Milch reinmachen, Buttermilch oder Wasser und dann sieht das gut aus. Jetzt hat er noch 1 Minute 20. In der Zwischenzeit hole ich gerade mal die Form. So, ich habe jetzt hier unsere Mini-Kastenform von Pampered Chef. Also ihr dürft euch nicht wundern, ihr seht die ja jetzt von oben. Die hat ja schon so eine Patina. Das ist völlig normal. Die darf, dieses Steinzeug darf ja nur mit Oliven, Entschuldigung, mit Kokosfett oder mit Rapsöl eingerieben werden. Und ich mache das jetzt mit meinem Backtrennspäh. Aber ich gucke mal. Ich mache jetzt ein bisschen Mehl hier noch drauf. So. Das ist so Gefühlssache. Ja, genau. Das, was ich ein bisschen an, bis er dann endlich kam. Es ist ein sehr schwerer Teig und dass er das schafft halt auch, gell? So, jetzt haben wir das gleich. Dann stürzen wir den. Und ich mache jetzt hier ein bisschen Backtrennspray rein. Das ist nur Rapsöl und Mehl. Habe ich aus Dänemark. Und das verkaufe ich auch hier im Kochstudio. Jetzt gucken wir mal rein. Das sieht gut aus. Schön gelb, gell? Bitte? Das erkenne ich sogar als Laien. Ja. Also er ist jetzt relativ weich. Ich nehme ihn mal so jetzt raus. So. Und lege ihn mal hier rein. So, in dem Fall würde ich jetzt meinen Teig nicht stürzen, weil er relativ weich ist. Und hole ihn so raus mit dem Spatel. Das geht ganz gut. Gucken wir mal. Hast du die Kamera von oben an? Ja? Also er ist relativ... Richtig schön von oben. Ja, ihr könnt auch Fragen stellen im Chat. Ich denke mal, Ton, Bild ist alles okay, sonst hättet ihr euch schon gerührt. Und ihr dürft auch gerne Fragen stellen. Das ist jetzt so der Moment, wo der ein oder andere Neuling fragt, wie kriege ich den Teig raus am besten? Und jetzt ist natürlich noch viel über, also was heißt viel? Es klebt noch ein bisschen und in dem Fall gehe ich einfach her und mache nachher die Reinigungsfunktion. Könntet ihr dann auch machen und zwar gibt es in der Reinigungsfunktion die Reinigungsfunktion Teig und die könnt ihr aufrufen. So, also ich habe ihn jetzt relativ sauber, wenn man mal von oben gucken möchte. So, ja. Genau, machen wir mal schnell die Finger sauber. Und jetzt machen wir flüssige Butter, die ich schon vorbereitet hatte. Mit einem Pinsel. Wo habe ich meine Butter? Da ist sie. Und die mache ich jetzt oben drüber. Normalerweise stand im Rezept, die Butter soll aufgeteilt werden in die Form. In dem Fall habe ich ja mein Backtrennspray, da brauchen wir das nicht. Und dadurch, dass wir jetzt in dem Rezept steht auch, dass wir das gehen lassen sollen, und die Zeit haben wir ja leider nicht, deswegen habe ich jetzt einfach mehr Hefe genommen und werde dann jetzt den kalten Ofen die Form packen und 20 Minuten 180 Grad.
Und das werde ich jetzt in den Backofen nebenan bringen. Da habe ich noch einen zweiten Backofen, der sehr schnell ist. Und dann geht das gleich hier weiter. Ja, jetzt sind wir wieder allein. Ich bin ja da. Eigentlich bin ich ja da. Es hätte nämlich einen kleinen Mini-Backofen dort hinten. Genau. Genau. Und jetzt geht das ganz schnell. Und dann können wir hier weitermachen. So. Genau. So, jetzt gehen wir mal raus. Ich brauche einen neuen Mixtopf. Dann geht das hier los. So, jetzt werden wir das Jambayala machen. Dann gehe ich wieder in meine Woche. So. Und hier haben wir das Jambayala. Das braucht nämlich ein bisschen länger, 20 Minuten. So, wir brauchen einen halben Bund Petersilie abgezupft. Dann nehmen wir mal hier so die Hälfte weg. So, weiter. Messbecher aufsetzen und Stufe 7. So, jetzt will er bestimmt die zerkleinerte Petersilie umfüllen. So, packen wir die hier rein. Jetzt könnt ihr mal in den Mixtopf gucken. Er kann ja sogar Petersilie schön zerkleinern. Ja? Die füllen, oh, das riecht so gut. So. Irgendwann gibt es Duftfernsehen, hoffe ich jedenfalls. Gell? Alt, falscher Behälter. So, umfüllen. Rest lassen wir noch drin. Dann weiter. 140 Gramm Zwiebeln halbiert. So, da brauchen wir noch ein bisschen mehr. So. Ja, das ist richtig so. Einmal weiter. Zwei Knoblauchzehen. Ich nehme in dem Fall jetzt eine kleine nur, damit wir heute Abend, wir müssen das ja auch noch essen, weil mein Mann, der möchte ja mitessen, gell? Dass das nicht so viel wird morgen an der Arbeit. Er grinst. Ach so. Bisschen Knoblauch ist drin. Ja, mein Gott. Deine Kollegen werden das verstehen. So, weiter. Und einmal 5 Sekunden Stufe 5. So, mit dem Spatel nach unten schieben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Jambayala gemacht habt. Also es soll sehr, sehr gut sein. Ich habe es noch nie gemacht, aber ich lasse mich gerne überraschen. So, im Topf sieht das schon mal ganz lecker aus. Weiter, wir brauchen 200 Gramm Paprika in Würfeln geschnitten, habe ich natürlich schon vorbereitet. Eigentlich sollten das 200 Gramm sein, ist auch toll. So, dann brauchen wir 50 Gramm Staudensellerie. So. So, jetzt habe ich weniger Paprika, ein bisschen mehr Staudensellerie. Und Messbecher aufsetzen. Also ihr seht, ich bin ja immer etwas. Nee. Muss ich nochmal zurückgehen? Genau. Er wird jetzt Linkslauf 4 Minuten und andünsten bei 100 Grad. Und er mischt das jetzt schon. Könnt ihr mal reingucken? Ja. Aber ihr seht, er kann nichts kaputt machen. Bei der Geschwindigkeit Linkslauf wird nichts passieren. Ich sage immer bei Linkslauf, das macht man einmal verkehrt und dann nie wieder. So, dann haben wir, dann muss ich mal gucken hier, dass wir hier das weitermachen. Wo ist meine? Ja. Mein Mann hat hier was weggestellt. Ich muss euch mal was zeigen, für die, die vielleicht das noch nicht gesehen haben. Das ist unsere neue Welle, die Ende November auf den Markt kommt. Und damit können wir Kartoffeln, ich mach mal so, bitte? So, ihr könnt Kartoffeln damit schälen. Ihr könnt, ich habe schon tolle Ergebnisse von Kollegen gesehen mit Karotten. Rote Beete könnt ihr zerkleinern. Jetzt kannst du wieder kommen, genau. Rote Beete zerkleinern. Ihr könnt Knoblauch reinmachen.
mit Schale und die sind dann wunderbar geschält. Also wenn man zum Beispiel einen Knoblauchgrundstock machen möchte, und da ist die ideal. Die Scheibe wird 39,90 kosten und Ende, wir schätzen mal so Ende November, also ich will kein Datum nennen, weil wir es kennen es auch noch nicht, wird es definitiv käuflich erwerben, also könnt ihr kaufen im Shop bei uns oder bei eurer Repräsentantin bestellen. Da freuen wir uns schon drauf und ich muss mal gucken, ich habe schon mal überlegt, ob ich vielleicht ein kleines Video mache und euch das mal zeige, wie das funktioniert, und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Das ist doch eine ganz gute Idee. Und wie gesagt, mit den Karotten, also wie ich das auch mit dem Knoblauch gesehen habe und den Karotten, die werden ganz dünn abgeschält und das sieht richtig klasse aus. Also ich bin eigentlich echt begeistert, hätte ich so auch nicht gedacht. Vor allen Dingen ist die überhaupt nicht scharf und die macht das hervorragend. Also da lassen wir uns überraschen. So, dann geht das gleich hier weiter. Unser Deckel muss nochmal drauf. Wir machen ja gleich einen tollen Dip und der ist auch ganz lecker, da bin ich auch gespannt drauf. Das Einzige, was ich weglassen werde, sind die Kapern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Kapern ist nicht so unbedingt mein Favorite, muss ich sagen. So, jetzt geht es gleich weiter. Und dann bitte? Da gehören sie dazu, das ist richtig. So, jetzt gucken wir mal, wie es das aussieht. Das ist jetzt schön angedünstet. Jetzt will er 250 Gramm Reis haben. So, den machen wir direkt rein. Das ist ein Parboiled-Reis. Ich wollte erst Basmati nehmen, aber dann habe ich mir gedacht, gut, wir halten uns mal ans Rezept. So, dann brauchen wir 30 Gramm von unserem Tomatenmark. So. Jetzt gucken wir mal. 30 Gramm. Und 10 Gramm Harissa. Ich weiß nicht, ob ihr Harissa kennt. Das macht jede Speise so ein bisschen orientalisch. Ich habe jetzt fertig in Harissa. Ich hab's, normalerweise mache ich es auch selber, habe aber leider nichts mehr da. Und da muss ich auch sagen, das ist echt tricky zu machen. Ihr braucht Chili und so weiter. Und ich rate jedem, mit Mundschutz zu arbeiten. Und am Ende besten noch mit einer Taucherbrille. Weil ihr fangt an zu heulen und der Hund muss raus, und die Katze auch. Weil das ist echt scharf. Also ich habe schon ein paar Mal gemacht, aber das ist echt, das muss man sich überlegen. So, jetzt machen wir Harissa rein. So, das macht wirklich jede Speise ganz, ganz besonders und wird so aus dem Arabischen sehr viel genommen. So, dann weiter. Ein Teelöffel Tabasco, das ist jetzt optional. Ich nehme hier jetzt sowas Ähnliches, ein bisschen Schärfe an wie so eine Paprika. Dann brauchen wir einen Esslöffel Worcester Soße. Können wir auch so. Worcester. Auch ganz speziell. Der Haufen da drin jetzt. Das ist Worcester. Was? Der Haufen? So, 20 Gramm Zitronensaft. So. Worcester. Ja, die raffinierte Würze für Fleisch- und Fischgerichte, Marco. Aus Salz und Essig, das ist ein schönes Gemisch, gell? So, dann weiter. Wir brauchen 2 Prisen Muskat. So. Und 1,5 Teelöffel Salz. So. Und Pfeffer. Ja. Habt ihr das gesehen? Ja, die machen alle live. Das glaube ich nicht. Was ist das denn, bitteschön? Das ist nicht gut. So. Ja, jetzt habt ihr wenigstens alle was zu lachen. Das ist schön. Wir machen den Pfeffer normal. So, das ist nicht gut. Meine schöne Pfeffermühle zerlegt sich. So, dann brauchen wir Thymian. Einen Teelöffel. Und wir brauchen 100 Gramm Bacon in Scheiben. Das habe ich natürlich schon vorbereitet. Könnt ihr hier mal reinschauen?
in die Kamera. Habe ich so ein 3 cm Stücke geschnitten. Der Bacon kommt rein. So. Also das ist, hört sich schon extrem spannend an. Wir brauchen 500 Gramm Fischfond. So. Bitte? Ich bin schnell, gell? Ja. Ruckzuck. So, jetzt müssen wir, jetzt brauche ich noch ein bisschen Flüssigkeit. So. Und wir müssen den Varoma-Behälter aufsetzen. Das ist jetzt der Moment, wo ich wechsle zu unserem Friend, zu unserem Kleinen, den kennt ihr ja schon, der bald auf den Markt kommt, hoffen wir, den setze ich rüber, dass der schön in Ruhe arbeiten kann. Dann sagen wir weiter. Wir müssen jetzt den Varoma haben. So. Und in den Varoma-Behälter einwiegen. Ja, in den Varoma-Behälter geben. Naja, wunderbar. So, jetzt habe ich hier, das schütte ich jetzt mal ab. Hier habe ich schönen Fisch. So. Die setze ich jetzt hier. Das ist gemischter Fisch. Ja? So, dann setze ich den anderen, die Garnelen, oben drauf. Gieße ich auch ein bisschen ab. So. Ich hatte die aufgetaut und oben rein. So, den setzen wir jetzt auf. So. Und dann heißt es, Varoma verschließen. 22 Minuten Varoma Linkslauf Stufe 2. So, das machen wir jetzt. Varoma. Deckel zu. Okay. Die Zuschauer sehen ja jetzt nichts. Du drückst ja jetzt da auf den Pad von deinem Brand. Ja. Okay. Der ist läuft. Ist jetzt das ein Touch-Display oder ist das das also mit dem einen Knopf da gedrückt? Also es ist so, dass ich das jetzt manuell eingestellt habe. Ich habe jetzt eingestellt 22 Minuten. Dann bestätigt man die 22 Minuten, dann geht man auf Varoma-Stufe. Man kann die Temperaturen einstellen und dann Topf verschließen, bestätigen, Stufe 1 oder 2. Das ist immer Linkslauf. Und jetzt, ihr hört ja kaum was, gell? Und das ist im Grunde genommen der Zusatz, wenn man jetzt... Ja, ich habe es mir fast gedacht. Okay. Er will nicht. Er will nicht. Okay. Er lässt sich nicht überlisten. Wir probieren das jetzt mal mit Stufe 1. Und ich weiß nicht, ob er sich überlisten lässt. Gell? Wir haben ja Rezepte, die auch für den Friend sind. Und das ist halt jetzt manuell. Und die 5er-Kunden, die können manuell arbeiten. Und die 6er-Kunden, die können ihn umschalten und dann wird mit Bluetooth gearbeitet. Und das Gericht ist ja jetzt kein reines Fremdgericht. Ich nutze ihn jetzt nur praktisch als Partner. Gell? Also du musst jetzt dazu sagen, weil es nicht jeder weiß. Nee. Bluetooth dient natürlich jetzt als Kommunikation zwischen dem Thermomix und dem Friend. Eine quasi so eine drahtlose Verbindung. Genau, Bluetooth, genau, drahtlos. Und wenn ich jetzt ein reines Fremdgericht habe, genau. Und es wird in Zukunft immer, es gibt momentan, glaube ich, 75 Fremdgerichte, es wird in Zukunft immer mehr geben. Und dann schauen wir mal, wie sich das so anläuft. Also ich finde ihn toll. Er kann jetzt vor sich hin kochen und er macht jetzt Varoma-Stufe und arbeitet ganz allein und ist ganz leise. Und wenn man den nicht mehr braucht, tut man den praktisch in die Schublade und dann ist er weg. Gell? Dann sieht man ihn nicht mehr. So, wir gehen jetzt her und machen unsere, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen. Fragen gibt es keine? Nein, alle glücklich. Alle glücklich? Wir machen jetzt eine weiße Barbecue-Soße. So, da haben wir wieder einen neuen Topf. Das ist ja das Beste, dass ich so viele Töpfe habe, gell? Aber zwei Töpfe ist schon toll, wenn man die hat. So, wir sagen, eine Kanne auf den
Mixtopf stellen, eine Kanne. Okay, ich hole mir mal eine Kanne. So, ich muss mal hier gucken. Die Kanne soll jetzt da oben drauf, oder? Ja, die wird jetzt oben drauf gestellt. Und jetzt Tara auf 0. Und jetzt soll ich 150 Gramm Öl einfüllen in die Kanne. Das ist übrigens die Teekanne von Themial. Die kennt ihr ja auch. Das ist die Teemaschine von Vorwerk. Die habe ich natürlich auch. So. Und weiter. Kanne zur Seite stellen. Das Schöne ist, er sagt uns hier alles ganz, ganz genau. Zwei Stängel Petersilie. So. Ein Teelöffel Kapern, optional, die lassen wir weg. Ich möchte keine Kapern. Wir brauchen eine kleine Knoblauchzehe. Ich nehme eine ganz kleine nur. So, Messbecher aufsetzen. Und Stufe 5. 7 Sekunden. Weiter. So, wir sollen jetzt die Kräutermischung umfüllen. Packen wir die doch gleich mal hier rein. Das hat er jetzt schön zerkleinert. So. Und da wollen wir mal gucken, was er von uns möchte. So, ein Ei, siehe Tipp, so, 5 Gramm Zitronensaft, da haben wir wieder ein bisschen Zitronensaft, das ist natürlich ein bisschen mehr, wie toll, ein Teelöffel Senf, das könnt ihr euch bestimmt denken, was das jetzt gibt, das gibt eine tolle Soße. Einen halben Teelöffel Salz, so, eine Prise Paprika, da habe ich hier ein tolles Paprika, eine Prise und einen Teelöffel Tabasco, optional, also mache ich hier wieder mein bisschen Schärfe rein, so, aufsetzen den Deckel, und jetzt muss ich hier mal sauber machen, so. Keine Fragen, keine Fragen. Weiter. So, jetzt steht hier 2 Minuten, Stufe 4. Und in der Zwischenzeit den nächsten Schritt ausführen. So, das mache ich jetzt. Emulgieren. Dabei das Öl langsam auf den Mixtopfdeckel geben und sodass ein dünner Strahl durch den Messbecher läuft. Jetzt kann man mal oben die Kamera einschalten. Und jetzt läuft das, da ist ja so ein Zentimeter Luft, läuft das einfach so rein und so macht man auch eine tolle Aioli. Und dann tropft das Tropf für Tropf unten rein. So. Da kann man natürlich auch hergehen und kann ein bisschen den Deckel so ein bisschen anheben, wenn man das möchte. Und dann läuft das Öl schön rein. So, vorbei an das laufende Messer. Oh, das sieht schon gut aus. So. Noch 50 Sekunden. Also könnt ihr hundertprozentig, also wichtig ist, dass man bei so einem Emulgiervorgang das richtige Öl nimmt. Also nehmt auf keinen Fall Olivenöl oder Rapsöl, weil das ist vom Geschmack her, hat immer so ein bisschen Eigengeschmack, Olivenöl sowieso. Also Sonnenblumenöl ist immer da das Beste, auch bei Aioli, gell? Das ist ganz wichtig. So,
So, jetzt sagen wir weiter. Mit dem Spatel nach unten schieben. Jetzt können wir mal reingucken. Jetzt seht ihr, dass wir ein perfektes Ergebnis haben. Und das ist auch der Grund, warum so viele Köche den Thermomix in ihrem Gaststätte, also vielmehr im Restaurant stehen haben in der Küche, weil die perfekt emulgieren können, ohne dass es da Probleme gibt. So, weiter. Zugeben, zwei hart gekochte Eier geviertelt. Die habe ich auch hier irgendwo, meine hart gekochten Eier. So, die habe ich schon vorbereitet. So. Zugeben. So. Weiter. Ach so, ja, jetzt geht es ja weiter. Sorry. Ich habe gedacht, es geht hier schon. Mal gucken. Ich habe jetzt hier von der lieben Anke selbstgemachten Meerrettich von meiner Repräsentantin. Die macht das immer selber. Das ist richtig toller Meerrettich. Aber ich glaube, der ist auch extrem scharf. So. Riechen tut er auf alle Fälle extrem gut. So, zugeben die Kräutermischung. So, feine Frühlingsriegel in Ringen geschnitten, habe ich hier gemacht. So, und jetzt den Deckel drauf. Und weiter. 10 Sekunden, 2,5 Stufe. Jetzt tut er das schön vermengen. So. So, und jetzt können wir die umfüllen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Hinter mir brodelt es schon. So, habt ihr reingeguckt? Jawohl. Ja, alles gut? Ja. So, jetzt kann man das schön umfüllen. Da habt ihr einen wunderbaren Dip für gegrilltes oder, das steht auch hier, für das Jambala. Ich habe jetzt hier so gusseiserne Fännchen, die finde ich ganz hübsch dafür, zum Servieren auch. Die kann man natürlich auch toll im Backofen nehmen, für Aufläufe und so weiter. Bitte? Im Display, ja gut, im Display steht jetzt gegrillte, im Rezept selber steht unten drin fürs Jambala. Gell? So, und jetzt gehen wir natürlich mal her. Jetzt werde ich das gute Jambala mal probieren. Aber vielmehr Jambala, die weiße Barbecue-Soße. Oh, lecker. Die ist richtig lecker. Was, wir brauchen einen Grill? Nein. Nein, nein, nein. Nein. Überhaupt nicht. So. Das sieht echt toll aus. So, jetzt mache ich hier noch ein bisschen Sträußchen. So. Ein bisschen Petersilie drauf. So, guck du mal. Einmal von oben. Sieht gut aus? Sehr gut. Und das können wir jetzt schon mal hier hinstellen. Da haben wir schon eins fertig. Das ist doch toll. So, jetzt gucke ich mal nach meinem Brot. Na? Na? Wie sieht's aus? Ja. Ich bin begeistert. Ihr werdet auch begeistert sein. So. Und jetzt schauen wir mal die Funnel, meine Woche.
Na, erneut versuchen, kein WLAN. Was ist denn jetzt los? Ah, hier ist es. Funnel Cakes. Also ich habe das auch noch nicht. Was sagst du? Alte begrüßt gerade die Runde. Oh, hallo in die Runde. Ich bin jetzt auch dabei. Ich bin gespannt heute auf Tunnel Cakes. Tunnel, Funnel. Du hast ein F vergessen. Funnel Cakes. Ist das Alke? Hallo Alke. Das ist ja toll, dass du da bist. Ach, das war die Autokorrektur. Blöde Autokorrektur, oder? Ja, ich bin gespannt. Genauso gespannt wie du. Weil die liebe Anke hat mich darauf hingewiesen auch, ob ich mir das Rezept richtig gut angeguckt habe. Weil wir müssen ja so ein bisschen tricksen wegen den Gehzeiten und so weiter. Und da lasse ich mir immer was einfallen. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nie genau, ob es genau klappt. Gell? Da bin ich immer auch so ein bisschen auf der, ja, auf dünnem Eis, sag ich mal. So, jetzt haben wir hier wieder unseren Topf. Jetzt nehme ich mir mal hier so einen Deckel weg. Und jetzt muss ich was trinken. Prost. Ist aber nur Wasser. So, und dann geht's los. Wir brauchen 3 Eier in den Mixtopf. 1, 2, 3. Gramm Zucker. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde das ja immer extrem spannend. Wo ist mein Zucker? Ah, hier ist er. Ich finde das immer extrem spannend, was man für tolle Rezepte hier rausholen kann aus der Cookie Doo. Und wir haben uns, also ihr wisst das ja, in Social Media ist es ja das Thema ever im Moment. Wir kriegen ja die Kollektionen. Also vielmehr nicht die Kollektion, sondern die meine Kreation, das bedeutet, ab 16.11. bekommen alle Cookidoo-Besitzer den Zugang, dass sie in Browser Cookidoo aufrufen können und dann könnt ihr eure meine Kreation eingeben. Das bedeutet, ihr könnt auch eure eigenen Bilder hochladen mit eurem eigenen Rezept, was ihr dann im Display habt. Ich rede jetzt von Themen 6 Kunden, gell? Bei den Themen 6 Kunden ist es so. Und ihr könnt sogar die URL über die Rezeptwelt, wenn ihr tolle Rezepte in der Rezeptwelt habt, per URL kopieren und dann eingeben in meine Kreation, euch eigene Listen anlegen. Also wirklich euer eigenes Cookidoo kreieren. Und macht euch bitte keine Gedanken über diese Mehrkosten. Also ihr wisst ja alle, ihr habt es ja schon gehört, Cookidoo wird ein bisschen teurer, 1 Euro im Monat. Es gibt da große Gerüchte und so weiter und auch so ein bisschen Verärgerung, aber das ist auch so Unwissenheit, Verärgerung, weil die Leute einfach noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt. Und es ist so, dass ab April es losgeht und Vorwerk wird gestaffelt für jeden Cookidoo-Besitzer. Also wenn wir 10 Cookidoo-Besitzer haben, haben wir 10 verschiedene Cookidoo-Besitzer, weil die alle Cookidoo anders hernehmen. Und es wird gestaffelte Preise geben und jeder sucht sich das Cookidoo aus, was für ihn am besten passt. Und lasst euch überraschen und ich sage immer, keiner muss Cookidoo bezahlen, kocht mit uns einmal im Jahr, ob online oder live, was uns natürlich live ist, natürlich immer viel besser. Bringt eure Gäste mit und 3 Erstgäste, die kein Themen 6 haben und dann bekommt ihr 1 Jahr Cookidoo geschenkt. Das ist doch eine tolle Möglichkeit, mit uns wieder zu kochen und uns tolle Abende zu verleben, Mittage und so weiter. Und ihr lernt immer noch, was der Thermomix mehr kann. Also freut euch auf das neue Cookidoo mit euren Kreationen, dann euren eigenen. Es wird sensationell. Also ich freue mich ohne Ende und werde auch darüber nochmal hier berichten am Display, dass ihr das nochmal von mir seht. Also es ist wirklich ganz, ganz toll. So, jetzt machen wir weiter. Messbecher aufsetzen. So. Und 2 Minuten Stufe 4. Vermischt er das jetzt schön und macht eine schöne, ja, rührt das schön zusammen. Und dann gucken wir mal, wie das weitergeht. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Cookidoo. Ihr müsst ja immer bedenken, ihr habt ja auf alle Länder Zugriff.
Und das ist ja eine unglaubliche Flut. Und wenn ihr auf Filter 1 geht in Kukidu, also auf Meer sehen, Filter 1, und dann könnt ihr die anderen Länder, die euch interessieren, dazu packen. Und dann guckt euch mal einfach mal gucken, was so die anderen Länder bieten an Kukidu. Guckt mal in Österreich rein, in die Schweiz rein. Wenn ihr Englisch könnt, könnt ihr in die englischsprachigen Länder gehen. Und ich habe auch Kunden, die gehen in Taiwan rein und tun das abfotografieren mit Übersetzungsprogramm und tun dann taiwanesisch kochen. Das geht natürlich auch, das könnt ihr auch machen. Gell? Ist zwar ein bisschen aufwendiger, aber das macht ja auch Spaß. Gell? Also das ist schon eine tolle Geschichte, die wir da alle zur Verfügung haben für dann 1 Euro mehr. Also ich sage immer, für 3 Euro jetzt 36 Euro im Jahr, für 3 Euro kriegt ihr noch einmal einen Kaffee bei Starbucks. Und nachher kostet es 4 Euro. Und wenn ihr das nicht wollt, dann tut dann euch euer Kukidu, was Vorwerk dafür gestaffelte Preise hat, könnt ihr euch dann euer Kukidu aussuchen. Also ich bin sehr gespannt drauf. So, jetzt gucken wir. Geht weiter. Wir brauchen 300 Gramm Milch. So. Hinter mir riecht es schon sehr, sehr gut. Ich habe es mir fast gedacht, ich brauche noch Milch. Ich dachte, dass es reicht, aber tut es nicht. So. Was? Zum Glück haben wir ausreichend. Ja, alles da. Das ist jetzt schön schaumig aufgeschlagen. So, weiter. Ein Teelöffel Backpulver. So Pi mal Daumen, 250 Gramm Mehl, na, es klebt, so, weiter, Messbecher aufsetzen. Und 30 Sekunden Stufe 3. So, dieser Teig ist recht flüssig. Bitte? Willst du reingucken? Wo denn? Sollen die Kunden reingucken? Die Zuschauer. Gleich, ja. Ich mache schon mal meinen Ofen an. So, jetzt geht's gleich los. Das wird jetzt spannend. Also hier steht jetzt, den Teig in einen Spritzbeutel füllen. Oder ihr könnt auch einen Gefrierbeutel nehmen, unten abschneiden und dann so reinlaufen lassen. Ich werde das jetzt nicht machen. Ich mache das jetzt mit einem Löffel oder mit einem Mixtopf. Ich muss mal gucken, wie ich es mache. So, jetzt machen wir erstmal hier Öl rein. Ich habe hier meine Pfanne aufgestellt. So. Die sagen ungefähr einen Zentimeter. So. Und dann wollen wir mal gucken, was hier passiert. Ich bin gespannt. Das lassen wir jetzt ordentlich heiß werden. Aber in der Zwischenzeit hole ich was. Guck dir mal, ich habe neue, tolle Handschuhe. Kinder lieben die auch. Ja. Die sind von Pampered Chef. Die sind gut, gell? Die sind gut. So, lasst euch überraschen. Ach so, das sollte ich vielleicht wegnehmen. Das letzte Mal habe ich mir nämlich meine Platte ein bisschen verbrannt. Das ist vielleicht nicht so toll. Jetzt könnt ihr mal gucken, ist das der Hammer? Aha. So, das ist auch fertig. So, jetzt wird es spannend, spannend. Ich muss das irgendwie hier rauskriegen. So.
Also ich bin begeistert, ehrlich. Guckt euch doch das mal an. So. Also ihr dürft auch gern was schreiben. Ich freue mich ja immer, wenn mal einer was schreibt im Chat. Warte. Bisschen feste machen. So, ich freue mich total. Und die sind, glaube ich, total fluffig. Alke, du fehlst mir. Alke, ja, genau. Guckt euch das mal an. Boah, ich bin ja. Ich freue mich ja immer selber. Guck du mal. Hast du das drin? Das sind doch mal tolle Biskuits. Und die sind hier, guck du mal, hier, die sind ganz weich. Ja, die sind ganz weich. Der Marco, der wird das nachher noch mal ein bisschen zoomen. So. Das ist doch toll, oder? Das ist ein megamäßiges Ergebnis. So, die tue ich mal weg. Ja, und wen es interessiert, die kosten 14,90 €, die sind nicht teuer. Und man kann sich nicht verbrennen. Und gerade bei unserer Stoneware müssen wir gut festhalten, gell? Und vor allen Dingen, dass wir uns nicht verbrennen, gell? So, jetzt geht's weiter. Dann legen wir das jetzt wieder hin. Machen es ein bisschen sauber. Den brauche ich auch gleich. Und jetzt haben wir hier unseren Teig. So, du kannst mal, glaube ich, rüberschalten. Ich muss mal ein bisschen hier. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. So. Ja, ich weiß nicht, wie ich das. Ich bin am Überlegen, wie ich das jetzt am besten mache, dass es am besten. Ach, vielleicht ist das gar nicht so schlecht hier. Guck mal. So, jetzt, genau. Jetzt mache ich die einfach hier rein, die Funnelcakes. So. Jetzt hoffe ich nur, dass ich die auch wenden kann. Also es brodelt auf alle Fälle schon mal. Ich habe natürlich einen großen gemacht. Oha. Das ist ja wieder typisch Kerstin, gell? So. Aber ich glaube, es klappt. Also wir wachsen an unseren Aufgaben. Ihr seht das schon, gell? So. Ich mache mal ein bisschen den Herd runter. Und dann sollen wir den Funnelcake auf dem Papier, sollen wir den. Ja, ich bin jetzt wieder hier vorne. Du bist hier vorne. Auf dem Papier sollen wir den abtropfen lassen. Und dann geht das los. So. Ja, das sieht super aus. So, gleich geht's los. Was? So, jetzt machen wir hier aus. Hast du Angst? Ja. Echt? Musst du nicht. So, jetzt machen wir das hier runter. Ja, unser Reisgericht ist ja fertig. Hast den Aroma gerade vom Friend. Ja. So, jetzt kannst du gleich umschalten. Jetzt machen wir hier unser Reis rein. Jetzt muss ich gerade mal gucken hier. Das ist ganz schön Menge. Es ist nicht angehangen, müsste keine Angst haben. Das ist ganz schön viel.
So. Den mache ich mal runter. So. Den stelle ich mal weg. Das war nur Wasser. So, jetzt kommt unser Fisch rein. Der ist jetzt gegart. So. Den tun wir jetzt umrühren. Ich glaube, Marco, du weißt gar nicht, was es heute Abend gibt, gell? Nee. Du ah, ja, ja. Ja. Wenn er die Ringe... Wenn er die Ringe da sieht, das ist gut. So, okay. Und jetzt machen wir unsere Garnelen drauf. Und jetzt brauchen wir eine Zitrone. Nehmen wir ein großes Messer. Das, was? Hier sieht das auch so mit dem Ring. Was nochmal? Was? Alge? Ja, ich gesagt, mit dem Ringen. Ja, Tinten, Alge. Scheint auch nicht ihr Pflanzen zu sein. Nee. Nee. Alge, mach mich nicht schwach. Ich komme mir so ein bisschen vor, als wenn ich eine Paella gemacht hätte. Also, ich finde es toll. Und riechen tut es. Nee, es riecht auch gut. Es riecht auch gut. So, und jetzt machen wir unser Petersilie oben drüber. So. Guck du mal. Einmal gucken von oben. Das sieht toll aus, oder? Ja. So, jetzt gehe ich schon mal hier rum. So. Und jetzt wird es spannend. Was? Pfanne? Nein. Unser Funnelcake, der muss jetzt hier abkühlen. Der wird jetzt hier drauf gemacht. So. Das fette bisschen abläuft. Und jetzt wird er bestäubt mit Puderzucker. Genau. Beitrag, ne? Man kann sie natürlich aussuchen, was man als Fisch da reinmachen will. Man muss ja nicht Tintenfisch nehmen. Nein, muss man nicht, genau. So, und jetzt haben wir noch einen tollen Funnelcake, den mache ich mal hier hin. So. Der Cake ist mein. Ja, genau. So, ja, meine Lieben, was sagt die Uhr? 19 Uhr. Perfekt. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, was hier vorne steht. Also ab sofort kann man bei mir im Kochstudio auch die Firma Edelschmaus käuflich erwerben und auch tolle Kochshows machen, beziehungsweise Verkostungen. Ich habe das ganz neu dazugenommen. Das sind ganz tolle Öle und Essige und auch Salze, die Gemisch und so weiter. Und wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mit mir Kontakt aufnehmen und dann könnt ihr euch das hier mal live anschauen. Wir machen eine tolle Verkostung. So, jetzt haben wir eine Frage. Das Gute ist, wenn ich es mache, kann ich mir den Fisch ja selbst aussuchen. Geht doch auch nur mit Garnelen und ohne Ringe, natürlich. Ja, es duftet großartig bei uns. Vielen Dank für euren Einsatz. Dankeschön. Ja, ich freue mich. Also ich freue mich ja immer, wenn wir so gute Ergebnisse gemacht haben und dass ihr seht, wie leicht es ist, mit dem Thermomix auch mal was anderes zu kochen und auch mal an andere Dinge ranzuwagen. Der Marco zeigt euch jetzt mal, wenn das klappt. Wenn es klappt. Also wir werden demnächst eine ganz neue Camcorder haben, dauert noch ein bisschen und dann können wir zoomen. Wir haben nämlich in YouTube einen Hinweis bekommen, ob wir nicht mal ranzoomen könnten. Das machen wir hiermit. Wir versuchen das jetzt und demnächst gibt es nochmal einen anderen Camcorder und dann könnt ihr ganz nah an die Speisen rangehen. Ja, hast du schon gemacht? Ja. Super. Ja, ihr Lieben, es hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe euch auch.
Es war wieder toll und wir sind in einer Stunde fertig. Und ich werde natürlich heute Abend oder bis spätestens morgen Vormittag ist der Film hochgeladen in YouTube mit den Rezepten. Ihr könnt es nachkochen. Und ich glaube, das Brot, das müsst ihr machen. Das riecht nicht nur gut. Also ich bin eigentlich total begeistert. Ich bin gespannt, wie das schmeckt hier. Die weiße Barbecue-Soße, sie riecht toll, schmeckt toll. Und ja, lasst euch überraschen und macht es nach. Ich würde mich freuen. Und wir freuen uns aufs nächste Mal in der nächsten Woche. Dann kochen wir wieder schön zusammen. Ihr bekommt eine Einladung und ich freue mich auf euch und ich wünsche euch einen tollen Abend und bis dann. Tschüss!